Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Ja, wir sind bereits am zweiten Herbsttag und ich möchte mit euch zwei Wohnhäuser auf Stein aufwerten. Da sind wir jetzt auch schon beim Thema, warum ist denn schon zweiter Herbsttag? Das mit den zwei Häusern aufwerten, ihr seht es hier vorne, einmal Holzfäller, einmal Werkstatt, das ist schon passiert. Ich habe eine schöne Folge aufgenommen, habe 20 Minuten gequasselt mit Verabschiedung, allem, was dazugehört, um dann festzustellen, dass USB nach OBS nach nicht mal 2 Minuten die Aufnahme beendet hat. Ja gut, dann habe ich jetzt die beiden Tage Rest letzter Sommertag und erster Herbsttag dafür genutzt, Holzstämme und Steine zu sammeln, damit wir in dieser Folge dann halt eben zwei weitere Wohnhäuser aufwerten. So, und dann bleiben wir hier in der Reihe. Nehmen wir einmal Jäger und einmal Fischer. Erstmal natürlich Rückbau. Das wollte ich nicht, aber gut. So. Ah, OBS ist noch da. So, was ich eigentlich wollte, war das. Okay. Sehr schön. So, und schauen wir erstmal das Innenleben hier wieder her. Das war natürlich mehr als unnötig. Jetzt hier mal eben das restliche Material. So, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Sehr schön. Schick, dann haben wir das ja in dieser Folge erste, in der Realität dritte Haus auf Stein aufgewertet. Dann wollen wir Herbert hier mal wieder zuweisen. Vitos Lava. Achso, hat er die ganze Familie mitgenommen. Alles klar. Gut, machen wir das gleiche Schauspiel nochmal drüben beim Fischer. Ja, ich habe dann auch schon mal Kohl und rote Beete geerntet. So. Der Fischer ein Steinhaus. Ja, du bist ein absoluter Oberpapst hier. So, wie wir es denn erstmal mit ändern? Thank you.
Haben wir dann alles? Ja. Sehr schön. Ja, das dann später nochmal mit Kalkstein verputzt wird. Den schönen weißen Farbton, dann sieht es ja auch hervorragend aus. So, hier auch mal eben wieder zuweisen. Dass hier noch mehr schlechte Laune gibt. So. Das soweit wieder im Soll. Ja, dann ist inzwischen unsere Tierzüchterin bei den Hühnern, ist Mutter geworden. Das heißt, neben dem Kochen müssen wir uns jetzt auch eher vorerst mal um die Hühner kümmern. Halte ich aber auch nicht für mega dramatisch. Zu mal hinluschern. Na, Kollege? Bei 97%, da passt soweit alles. Beziehungsweise jetzt 30%. Das tat jetzt gerade nicht wirklich Not, aber macht ja auch nichts. So, 1, 2, 3 kleine Ferkelchen. Okay, es läuft noch. Ja, ist momentan absolut der Wurm drin. Den Community-Beiträgen entnommen habt. Irgendwie habe ich aktuell beim Hochladen der Videos momentan Riesenprobleme. Keine Ahnung, ob es an mir liegt, ob es an YouTube liegt, was sonst normalerweise eine halbe Stunde dauert. Hat gestern über 9 Stunden gedauert. Steht ja meiner Meinung nach in gar keinem Verhältnis. Naja, ich werde mal gucken, ob ich irgendwie eine Lösung finde. Die Ausfälle, die gefallen mir auch nicht. Aber es ist halt doppelt blöd. Die Folgen kommen nicht rechtzeitig und du kannst während des Hochladens, zumindest solange ich meinen neuen PC noch nicht habe, ich kann nicht hochladen und gleichzeitig am selben PC neue Aufnahmen starten. Das heißt, bei dem Warten auf das Hochladen geht mir dann auch noch Aufnahmezeit verloren. Naja. Kannst du haben. So, den Breitwegerich behalten wir. Ach, Moment, Stroh. Ich wollte ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich das mit euch zusammen gemacht habe oder. Ja, Landwirtschaftsarbeitsstation. Genau, ich hatte hier schon mal diese Heuhaufen uns schon mal freigeschaltet. Jetzt fragt mich nicht. 50, 100, 200, also ich glaube 100 hat es gekostet. Da brauchen wir 16 Stroh für. Nehmen wir uns mal ein bisschen was mit. Da haben wir ja nun mehr als genug von. Und dann gucken wir mal, ob wir in unserem Bauernhof klein wenig dekorieren. Die Hasenfalle wollen wir nochmal 10 Stück haben. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Kollegen aussehen. Schauen wir mal. Das scheint mir dann ja wohl der größte zu sein hier. Ah,
Aha, neues Level in Produktion. Finde jetzt nicht, dass das grob böse aussieht. Der ist aber auch nicht gerade klein. Schick. Dass dann auch noch ein Steinhaus wird. Bewegen kann man das nicht, oder? Ne, kann mich nur abbrechen. Schade. So, dann gehen wir noch mal ganz kurz, auch wenn wir da gerade jetzt gewesen sind, noch mal ganz kurz in den Schuppen. Schauen wir mal, ob es noch Arbeit für uns gibt. Ich meine, die wird es definitiv geben, aber. So, was haben wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die drei da hinten. 9 Wohnhäuser. Meine Güte. Haben wir nur eine Menge Stein für. Den Stroh hier wieder rein. Die 10 Stöcker, die sammle ich mir gleich. So, wir haben 12 Bretter, 3 Eimer. Die Holzschalen hatte ich gerade erst rübergepackt. Sind aber fleißig am Futtern gewesen. Den Hafer könnten wir dreschen. Das Erz nehmen wir uns mal mit rüber. Roggen könnte noch gedroschen werden. Weizen könnte gedroschen werden. Hab ich jetzt ein. Ich bin gerade raus. Hab ich jemanden in der Scheune drin? Ja, habe ich. Wofür hast du kein Material? Ja, wenn du jetzt Haferkorn und Roggenkorn dreschen würdest, hättest du Material für Tierfutter. Aber gut. So. Kein Arbeiter, keine Tiere. Keine Tiere verstehe ich nicht so ganz. Weil wir haben einen Hahn und zwei Händen da drin. Na gut, dann geben wir mal eben unsere Fertigkeitspunkte hier aus. Zwei Stück an der Zahl. Haben wir irgendwas unvollendet? Nein. Kochwissen hatten wir. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal schnelleres Herstellen. Schnelleres Arbeiten. Mehr Erfahrungsgewinn. Machen wir das auch bei Nähen jetzt erstmal? Weil da können wir nachher gut Geld mit verdienen. Ich würde sagen, wir packen mal beide Punkte da rein. Dann gehen wir hier Step by Step weiter. Okay. So. Ja, entschuldigt, wenn jetzt der Ton ab und zu mal weg ist. Das ist halt das Rübertappen nach in OBS. Weil da verlasse ich mich jetzt nicht mehr drauf. Aber es läuft noch. Jetzt machen wir noch ein paar Barren hier. Wenn er uns denn lässt. Sehr aufmerksam. Stämme einstecken, sehe ich gerade. So, 52 Kupferbarren. Da können wir mal ein bisschen was draus herstellen. Auch später. Ja, bin gespannt, wann wir hier unsere ersten Äpfel bekommen.
4 Verdorbenen brauche ich hier jetzt nicht. Quer durchs Dorf hasseln. Eier hier einmal rein. Wie sieht's hier sonst aus? Wir haben noch satt Eintopf. Fleisch mit Soße. Ja, die Kohlsuppe, da sind sie ordentlich bei. Den Rest rühren sie fast gar nicht an. Ja, rote Beete frisch geerntet. Da könnte man auch Suppe machen. Mal gucken, was sagt denn die Verwaltung eigentlich ansonsten? Gut, die Jägerin, das ist nicht dramatisch. Davon haben wir 2. Kräuterhütte ist besetzt. Sie müsste die Hühnerzüchterin gewesen sein. Die anderen 3 kennen wir ja noch. Ja, hier sieht man es auch bei den Leuten, wo wir die Häuser aufgewertet haben. Da geht es jetzt auf grün. Das gefällt mir natürlich. Müssen wir eigentlich was essen? Ja, so ein Rührei können wir uns ja mal reinpfeifen. Bevor sie schlecht werden. Ich weiß gar nicht, wenn die dann verdorben sind, kriege ich trotzdem die Holzschale zurück? Ich weiß es jetzt gar nicht. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich war doch in der Ego-Perspektive. Gut. Ja, die letzten Sommertage nur am Regnen, jetzt im Herbst strahlender Sonnenschein. Auch putzig. Ja, ansonsten. Hier gerade schon liegt, nehme ich ihn noch mit. Müssen wir auch hier nach dem Esel nochmal schauen, da habe ich auch lange kein Tierfutter mehr hingebracht. Wie sieht das denn hier aus mit Efressi? Ui, 4%. Du hast das Holz noch einstecken, ne? Genau. Ja, dem würde ich auch sagen. Gehen wir doch noch mal eben beim Dreschen unterstützen. Das hier mit dem Tierfutter was wird. So, dann gib mir mal bitte das Hafer mit. Roggenkorn haben wir eigentlich genug. Vier Tierfutter haben wir. Wahnsinn. So. So, was hatte ich gesagt? Wir haben 7x4 Felder, dann packen wir gleich 28x Hafer und 28 Roggenkorn beim Feldschuppen rein, die nicht zu Tierfutter verarbeitet werden. Sehr schön. So. Roggenkorn 28. Und Haferkorn 28. So, dann ist da die nächste Aussaat schon mal gesichert. Dann gucken wir mal. 93 Tierfutter ist doch hervorragend. Ein F gedrückt hier. Okay, dann gehen wir hier nochmal in den Esel gemeinsam füttern. Als Abschluss für diese Folge. Ausdauer passt. So. 45 sind da reingegangen. Ne, 48 sind da reingegangen. Dann geht's ihm blendend.
Dann würde ich dafür sorgen, dass es uns auch nochmal blenden geht. Ja, dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.